Was geht denn, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush für der Wicked-Hinein zurück bei Let's Play Sonic Superstars. Und wir machen weiter bei Trip Story wieder mit Press Factory. Eine Kassenzone bei der ersten Ecke erfordert, dass man mit dem Rhythmus des Hammers geht, um dann auch wirklich Speed und auch wirklich damit Speed belohnt zu werden, weil... Ja, ich finde es auch wirklich gut. Am Anfang kann es noch etwas nervig werden, aber wenn man das erstmals meistert, dann kann man daraus wirklich eine gute, wirklich solide Challenge herausholen damit. Und ja, dadurch wird auch Speed und teilweise hilft es ja auch, dieser Hammer, dass man weiterkommt. Und dadurch wird jetzt praktisch, da ist wenigstens das gute alte Sonic-Formular, also das, was Sonic ausmacht, ist wieder vorhanden, sprich, dass hierbei... Oh, shit. Ah, die kommen wieder runter, ich dachte, die bleiben oben. Ja, dass wirklich gutes Gameplay mit Speed belohnt wird. So wie man es eigentlich von der Sonic-Reihe kennt. Also geschicktes Gameplay oder ein allgemein gutes Gameplay oder gutes Platforming wird mit Speed belohnt. Und wie gesagt, Skill einfach nur wird mit Speed belohnt. Warum bleibe ich nicht an der Wand? Oder hat mich da... Nein, der Hammer hat mich gar nicht runtergeworfen hier wieder. Und direkt natürlich vom Checkpoint. Hoho! Werde ich wie ein Tennisball herumgeschmissen. Bam. Autsch. Wirklich, also wenn die das nächste Mal ein Sequel zu Sonic Superstars machen wollen, dann... Uff, da müssen sie wirklich gucken, dass auch die Kamera weiter herausgezoomt ist, weil... So kommt man auch besser zurecht, so wie im Multiplayer zum Beispiel, wie ich es mal gesehen habe. Beim Multiplayer, da ist die Kamera wirklich genau richtig. Oh shit. Bin ich sogar begrenzt, dass der Hammer wieder so schnell runtergeht. Also hier ist wirklich sehr viel Geschick gefragt. Da muss man schon wirklich viel machen, um diese Zone zu meistern. Aber wirklich sehr viel, wenn man feststellen darf. Hopp. Muss das immer im Auge behalten. Hopp. Sehr schön, Ringe. Nur her damit. Ich finde das schon echt cool gemacht. Na, aber das finde ich nicht cool. Jetzt habe ich wieder... Oh, jetzt hat der Hammer einen anderen Rhythmus. Jetzt hat er ein kürzeres Zeitfenster, bevor er wieder... Ja. Zuschlägt. Okay. Also aufpassen. Shit! Ah, diese blöden Stacheln! Ah. Oh, Scheiße! Was? Oh! Wow! Warum bin ich froh, dass es hier kein Lebenssystem gibt? Oh, wenigstens eine Frucht als Belohnung. Uah! Es war klar. In dem Moment, in dem ich anspringe, muss er ballern immer. Dieser Ballermann.
Ich finde es auch irgendwie blöd, dass Trip trotzdem in ihrer Ballform, wenn sie an Wänden hochklettert, den Gegnern keinen Schaden zufügt, sondern stattdessen selber Schaden erleidet. Was? Hm? Oh. Burst! Oh, ja, jetzt... Könnte ich mal... Schon sagen, ich könnte jetzt die Superform wieder anwenden, aber nein, ich musste wieder in Stachelnis reingraten. Alter Schwede. Wo jetzt lang? Nach unten? Okay, nach unten einfach. Ja, werd ich wieder rumgeschleudert. Ne? Bam, jetzt war. Oh, jetzt kommt der Boss. Oh, da haben wir das nach. Ja, ich kann leider nicht mehr zurück. Ah, keine Superpower für mich bei diesem Boss. Okay, bei dem muss ich aufpassen. Der letzte Quetscherfall nicht mehr los. Oh shit. Bam. Aber dank ihres Doppelsprungs komme ich schneller an den Boss ran. Oh shit. Das dürfte heftig werden. Jetzt wo mehr dieser Walzen hier abgefeuert werden. Hä? Wieso konnte ich ihnen keinen Schaden zufügen hier? Der war doch gar nicht elektrisch. Okay, schön Auge behalten. Hey, warum? Oh shit. Kein drittes Mal? Ja, wann hört er nicht? Oh! Wann war der jetzt angreifbar? War er gerade in der Millisekunde? Angreifbar oder was war da jetzt passiert? Also in der Millisekunde, in der ich ihn angesprungen bin, hat er aufgehört, elektrisch zu sein? Ich muss den Schaden annehmen, weil sonst dauert das zu lange, bis dass ich ihn angreifen kann. Und das wär's. Schluss mit dem Affentheater. Oh Gott. Jetzt kommt dann wieder dieser Boss. Vor dem fürchte ich mich eh schon wenig. Puh. Na gut. Nee. Direkt weiter. Actfrucht braucht man ja nicht hier. Das ist eigentlich Jun Senoi's bester Track, meiner Meinung nach. Aber er ist mir auch ein bisschen zu kurz hier, leider. Aber eindeutig. Ah, shit. Oh Gott. Er schießt auch noch Stacheln zusätzlich. Nein! Schnell! Hoch da! Uff. So, aufpassen. Es ist halt schwierig, da auszuweichen. What the? Ich wollte schon sagen, fallen wir jetzt hier in den Abgrund? Ist aber schnell zum nächsten Schalter. Ah! Komm. Beeil dich. Danke. Das ist so wirklich noch krasser als in... Zendopolis Act 2, weil... Wow. Weil das ist nämlich ein... Anders als in Zendopolis ist das hier ein Insta-Kill. Wenn man nicht rechtzeitig die Schalter aktiviert, um die Drohne auszuschalten.
Wow. Überall. Gottverdammte stachelnde Nässe. Solange ich auf dem Schalter bleibe. Oh! Oh, wollte schon sagen, kann ich nicht an die Wand? So, jetzt wieder. Ah! Du Arsch! Oh! Ach, da war ein Abgrund, na toll. Aber auch voll fair, ne? Na schön. Hier kann ich aber direkt mit Trip wieder hoch, also... Das wollte ich aber jetzt nicht. So. So komme ich besser voran. So, aufpassen. Zerquetscher fallen. So. Dieser möchte gern Feuerspucker hier. Das ist ja, ist dann eigentlich, ironischerweise ist das ja wie, sieht das ja aus wie ein Feuerlöscher, aber in Wahrheit ist das hier ein, wir wissen ja, was das in Wahrheit darstellen soll. Kann es irgendwie steuern? Nein. Steuert automatisch hier. Wir wissen ja, was das dann ist. Das ist ein gottverdammter Feuerspucker, ironischerweise in Form eines Feuerlöschers. Es ist zwar so eine offensichtliche Ironie, aber trotzdem irgendwie ein lustiges Detail. Weiß nicht. Ich bin da vielleicht einfach zu amüsieren, was das betrifft. So. Gib mir bloß jetzt einen verdammten Schalter und... Oh nein, 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 nein. Oh! Nein! Scheiße. Oh, da war ja einer. Ich Idiot. Oh. Halt nicht schnell genug geschalten. Ich dachte mir, ja, sterbe ich jetzt halt. Und dann, ja, direkt neben mir noch ein Schalter, den ich vielleicht noch hätte erreichen können, um den Tod zu vermeiden. Lass mich da hoch, bitte. Ich glaube, ich bleibe jetzt lieber oben gleich. Jetzt aber ein bisschen Speed. So liebe ich es doch. Und wieder ein bisschen abgehen kann. Oh! Oh Mann. Das wäre echt gemein gewesen, wenn der mich vorher noch erwischt hätte, bevor ich meine Superform annehmen kann. Oh shit. Ja. Durch die Kamera konnte ich wirklich gar nicht sehen, ob da jetzt Zerquetschungshindernisse wären oder nicht, weil dagegen bin ich nun mal nicht immun mit meiner Superform. So, gib mal die Ringe hier. Vielleicht lieber oben lang. Da erwartet mich vielleicht was Schöneres. Nö. Das Spiel sagt sich so, nein. Lass gut sein. Ja, sollte ich auch, weil ich glaube, ich bin auch nicht dagegen gegen Eggmans verflixte Drohne gefeilt. Wie lange geht das hier noch weiter? Oh, shit. Puh. Karten noch rechtzeitig. Oh, Mann. Ah. So. Raus aus der Superform. Oh. Und das hört mir auch erst auf. Das sieht aus wie Captain Olimars Dolphin. Ja, das sieht aus wie so ein Schiff. Hm. Schönes Feuerwerk, immerhin. Ja,
Das war's jetzt mit der Drohne. Noch ein paar extra Ringe für die Superform. Aber ja, ich sag wirklich, der Soundtrack gefällt mir hier. Nein, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Jetzt muss ich hier ohne Superform gegen den Boss antreten. Normalerweise erwartet mich da eine Belohnung. Stattdessen werde ich hier total verarscht. Ja, und auch dieser Boss-Soundtrack hätte von vornherein der wirklich hier der Boss-Soundtrack sein müssen, weil auch der rockt hier. Wie wahnsinnig. Oh Mann, oh shit. Aber gut, durch Trips Doppelsprung ist es mir einfacher fallen gegen ihn. Moment, es gibt hier keine Plattformen? Ich hätte da stehen bleiben müssen? Okay. Ich dachte, er würde jetzt einen Sprunghammerangriff einsetzen, aber nee. Oh. Okay. Ja, jetzt ist er angreifbar, ich wollte schon sagen. Oh shit. Und auch hier, bam. Okay, ich muss einfach nur schnell sein bei ihm. Zack. 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 Springt er? Nö. So, und jetzt gibt er wieder den Hammer nach hinten und ich kann ihn angreifen. Okay. Zack. Immer gut positionieren und dann passt das schon. Sieht immer so komisch aus. Wow, da muss ich aber wirklich schnell sein. Okay. Ja, dann dürfte der Boss eigentlich nicht so schwer sein. Schau ihn an. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Ich sollte bleiben, wo ich bin. Sehr schön. Na, komm. Oh. Und das wär's. Second try. Ja, da guckst du blöd, was? Boah. Also im normalen Spielverlauf habe ich viel zu lange mit dem Boss verbracht. Aber hier, ja, dank Trips Doppelsprung, war eigentlich einfacher als erwartet. ja, das sagt das Spiel auch so. Hast es dir zu leicht gemacht, weswegen ich keine Frucht kriege. Und und wieder ihre Stolperanimation, ihre niedliche. Naja, immerhin etwas. So. Golden Capital. Oh nein. Den Boss hasse ich da schon fast am meisten. Aber hey, da gibt es wenigstens sehr viele Ringe, die man aufstocken kann. Oh, wirklich, schau sie das einen an. Es regnet Ringe. Da ist auch der Magnete vonnöten. Achso, ich muss erstmal auf die. Muss erstmal da drüber kommen. Zack. Oh nein. Ja, Metropolis und Gegner. Die Sizers. Wie komme ich denn an das Schild hier? Beziehungsweise an Magneten, weil es ist ja eigentlich kein Schild. Komm, lass mich da runter. Lass mich runter! So, hier muss ich rankommen, natürlich. So. Weil so kriege ich jede Menge, so kriege ich die ganzen Ringe auch zusammen. Oh shit, aber ich darf ja dabei nicht in Stacheln reingeraten, weil leider Gottes, Das fehlt ja auch noch. Elementschilder. Warum gibt es die hier nicht? Weil der Magnet ist das einzige neue
Power-Up und das funktioniert auch nicht mehr wie ein Power-Up, wo man zusätzlichen Schutz bekommt. Es sorgt einfach nur dafür, dass man hier Ringe anziehen kann und das war's auch schon. Für mich ist das wirklich kein gutes keine gute Erweiterung hier. Komm, jetzt aber. Oh, man kann auch ein. Ja, stimmt, das habe ich total vergessen, dass man es auch noch machen kann. Ja, und schon kriegt man die ganzen Ringe hier. Gib mir die Ringe her. Nein! Okay, was soll es jetzt aber? Ja! So, so kann ich das auch alles kriegen. Oder? Ich wollte schon sagen, warum. Haha, und der Magnet wirkt noch. Oh, shit. Schon sagen, kommt man irgendwie noch weiter? Oder hängt man jetzt hier fest? Okay. Jetzt müsste es irgendwie gehen. Ich glaube, ich fliege lieber. Oh shit. Was sind eigentlich die ganzen Geräusche dazwischen? Verdammt, muss man sich wirklich vorsichtig durchbewegen hier. Ach so! Die ganzen Blubberblasen von diesen. Seepferdchen-Gegner. Das erklärt natürlich einiges. Auch ein bisschen zu viele Geräusche, meiner Meinung nach. Und ein bisschen nerven mit der Zeit. Wow. Haha. Da kriegt man die Ringe wieder im Überfluss. Könnte man. Also dafür ist. Dafür. Das mag ich so in der Zone. Oh. Man kann hier wirklich hier Ringe farmen wie wahnsinnig. Da kann man wirklich lange Zeit in der Superform bleiben. Und jetzt hier durchbohren. Der Bohrer-Wisp hier. Nur, dass man dafür eine Maschine nutzt. Hm, da komme ich nicht mehr hoch. Es sei denn, ich nutze das hier. Hol ich mir noch einen Magneten zur Sicherheit. Der wirkt gar nicht mehr, was? Warum? Hä? Wieso wirkt er jetzt nicht? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ja, da guckt er so. Hä, wo sind denn alle? Ich mag wirklich dieses Detail hier. Alle deine Freunde sind tot. Ich habe sie alle gekillt. Ja, da kann man auch ein bisschen diabolisch sein. Na. Komm schon, wechsel in den. Ja, wollte schon sagen, in den Hintergrund. Es geht nur mit. Das geht nur mit diesen. Hab vergessen, dass es nur mit diesen. Ja, wisst schon. Mit diesen speziellen Plattformen geht ja. Das wollte ich ursprünglich sagen. Was war denn hier nochmal der Boss? So dumm, dass ich in dieser Form jetzt nicht in meine Flugform wechseln kann. So, alles, was ich will, ist jetzt die Frucht hier. Ich kann aber leider Gottes nicht sehen, was vor mir liegt. Ah, shit. Ist mir viel zu eng hier.
Wo ist die Frucht? Da oben oder was? Hä, wo ist die Frucht hin? Habe ich die eingesammelt irgendwie? Ich habe aber gar nichts davon bemerkt. Na toll. Und schon ist die weg. Ich frage mich eigentlich, wie hier der Knuckles Act ablaufen soll. Da kann ich bislang nicht feststellen, wie das hier abgehen soll hier. Da hatte ich keinen blassen Schimmer. Oh shit. Das hat man wirklich wieder schön aufgestellt hier. Oh, ruck. Wieder in den Vordergrund. Na komm. Und rüber da. So, gib mir... Nein, ich wollte nicht wieder in die Special Stage. Ich sollte rechtzeitig loslassen dabei. Also bekomme ich einen leichten Schub. Also ich glaube, jetzt habe ich den Dreh hier raus. Oh, hab's geschafft. Na also. Das wäre die 7. Special Stage wieder gewesen. Okay, jetzt aber Schluss damit. Ich wollte eigentlich hier ran, aber ich komme da irgendwie nicht hin. Vielleicht noch ein paar Ringe aufsparen, aber ich hoffe, es erwartet mich nicht wieder unten ein unerwartetes Hindernis, das mir wieder alle Ringe abnimmt. Darauf hätte ich jetzt wirklich keinen Bock. Ah, komm ich mal da runter. Ja, jetzt aber. Das war jetzt eigentlich Verschwendung. So, jetzt hat das einen Nutzen. Oh, shit. Holy shit. Das ging gerade noch mal gut, würde ich sagen, ne? Ja, da gibt's wieder die Rings. Ja, der Miniboss war ja eigentlich dieses Sparschwein, ne? Das ist komische. Ne, bleibt da bloß nicht hängen. So, jetzt muss man hier umdrehen. Ich sagte, wir müssen hier umdrehen. Und schon kriegt man die Ringe. Wir haben so lange damit verbracht, dass ich dann nach diesem Act leider Gottes den Part wieder beenden muss. Man, der ist ja immer noch nicht zu Ende hier. Echter Wahnsinn. Fast 300 Ringe hier. Haben wir die noch zusammen hier? Come on, lass mich nochmal zurück. Ich will ja noch die Ringe hier haben. Andere Seite wieder. Hey, no! Jetzt haben wir wieder über 300. Alter Schwede. Zieht uns das Sparschwein wieder alle Ringe ab, wenn wir... Selbst wenn wir in Superform sind?
Also wir holen hier echt den Checkpoint. Wir haben jetzt schon fast 400 Ringe, ey. Ah, shit. Ging sieht leider nicht ganz aus. Ja, uns werden die Ringe abgezogen. Jetzt heißt es aufpassen. Wenn wir den Gegner bekämpfen. Oh, shit. Nein! Och, nein! Oder? Du weißt, ich schaffe auf seinen verdammten Korken zu landen. Alle Ringe wieder weg. Alter, ist es euer fucking Ernst gerade? Hier kriege ich vielleicht noch ein paar Ringe, aber... Komm, ich will den Rest wieder haben. Das kann ich auch. Das könnte ich auch. Theoretisch. Ja, ich kann mir wieder Ringe holen. Immerhin. Dann behalte ich jetzt mal die 100 hier. Und versuche jetzt damit was zu machen. Sprich, lande gleich auf seinen Korken. Von vornherein. Ich hasse es nur, dass das gleich so beginnen muss. So, und jetzt aber... So. Also. Ah. Haha. Ich krieg nicht genug Ringe zusammen, um eine Superform wieder zu erlangen. Come on. So, jetzt aber. Hehe. Shit. Warum? Ich muss ihn berühren, dann erst klappt es. Das ist ein Feuerstrahl, bringt nichts. Haha. So, jetzt aber. Und weiter. Ja, und dann würde ich sagen, liebe Leute, geht's im nächsten Part. Oh, nice. Im nächsten Part wieder weiter und wie immer gilt, wenn es dir gefallen wusste, dieses bestimmt ist, mindestens Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen, sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crush for the Wicked hinein. Bis nächsten Part von Let's Play Sonic Superstars. Also Wiedersehen und Tschüss, Leutchen!